Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Reaction-Video. Gestern wurde mir der neue Trailer zu Indiana Jones 5, ja, ihr habt richtig gehört, Indiana Jones 5 mit Harrison Ford in die Timeline gespült und ich bin mal gespannt, was der Film oder beziehungsweise was der Trailer so bieten kann, wie fit Harrison Ford noch ist, nachdem er im letzten Teil ja auch eine Atombombenexplosion in einem Kühlschrank überlebt hat. Ich laber gar nicht mehr lang rum. Wir gehen gleich rein in den Trailer und ich wünsche euch viel Spaß. I miss the desert. Er vermisst die Wüste, okay. I miss the sea. Der Captain Jack Sparrow unterwegs. And I miss waking up every morning. Wondering what wonderful adventure the new day will bring to us. Those days have come and gone. Perhaps. Perhaps not. I don't believe in magic. Next summer. But a few times in my life, I've seen things. Things I can't explain. But oh, Harrison. It's not so much what you believe. Sehr gut. It's how hard you believe it. Yeah, die klassische Signature Musik. I'm her godfather. Related. Get back. Okay. Indiana Jones and the Dial of Destiny. Indiana Jones und der Telefonanruf des Schicksals. Nein, natürlich nicht, sondern ja, also es ist wirklich als Zifferblatt des Schicksals übersetzt, aber ich glaube, das ist eher vielleicht geslankt. Vielleicht kann mir das jemand in die Kommentare schreiben, aber das kann schon der ja, Zahn der Zeit, Zifferblatt des Schicksals wahrscheinlich so übersetzt werden. Ich weiß es nicht, aber ja, Trailer sieht nach einem klassischen Indiana Jones aus, würfelt scheinbar ein paar Szenen, beziehungsweise rekapituliert ein paar Szenen aus den ersten Teilen, 1 bis 3, so wie das ausgesehen hat. Vielleicht ignoriert man hier den vierten komplett, weiß man nicht. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich ihn angucken werde. Trailer jetzt nicht so überzeugt, aber Harrison Ford ist einfach ein geiler Indiana Jones. Und also im Kino werde ich ihn vielleicht nicht gucken, aber sobald er auf als Video on Demand raus ist, denke ich schon. Ich denke, das ist ein schönes Popcorn-Kino, wenn man Indiana Jones mag und die anderen Teile kennt, kann man da mit Sicherheit nichts falsch machen. Für den Trailer, der mir jetzt absolut erstmal nichts sagt, um was es eigentlich überhaupt geht, ich dachte eigentlich erst, das wäre ein Teaser, gebe ich einfach mal 3 Peitschen von 5. Zum Schluss macht man im Trailer dann nochmal einen Joke, ne, über den ersten Teil, wo da jemanden mit dem Schwert rumfuchtelt und Indiana Jones ballert ihn dann einfach ab. Ganz lustig, eine lustige Referenz, aber das reicht halt nicht für einen guten Film. Wie gesagt, wenn er draußen ist, wenn er draußen ist als Video on Demand und das wird nicht vor nächsten Jahr, Herbst, Winter sein. Also ein Video on Demand ins Kino kommt er im Sommer 2023. Da werde ich ihn gucken und dann kann man ja nochmal drüber sprechen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob ihr Indiana Jones Fans seid, Harrison Ford Fans seid, ob ihr den Film auf jeden Fall gucken werdet, auch wenn der vierte Teil jetzt nicht so geil war. Ob ihr euch nochmal rantraut, einen Indiana Jones Film zu gucken, den fünften Teil. Und ich glaube, danach ist wahrscheinlich auch Schluss mit der Reihe. Na, außer Harrison Ford gibt die Peitsche an einen Jüngeren weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da.
oder abonniert den Kanal und peitscht auf die Glocke ein, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video anguckt. Ich bin für heute raus. Ich sage danke und bis zum nächsten Video, euer Baltasaro.